So, und dann würde ich sagen, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldorum zu einem neuen Part Minecraft Chimney, dem Weihnachtsprojekt vom Zwergenfürst, mit dem Zwergenfürst. Ich würde mal sagen, wir bauen heute erstmal ein wenig an der schönen Hütte hier weiter. Ein kleines Weihnachtshaus. Hoppla, da sind wir ein bisschen runtergefallen. Können wir das hochschweben. Geht hier im Kreativmodus. Und ja, beantworte ich während dem Bauen, das dauert hier ein Weilchen noch, ein paar Fragen von ask.fm. Lange nicht mehr gemacht in einem Video und da wird es mal wieder Zeit, ein paar Fragen zu beantworten, die auch gerade unabhängig von dem Thema einfach mal vielleicht auch ins Plaudern zu kommen. Ich mach mal die Musik ein bisschen leiser. Ja, ist gerade extrem laut und dank meines Hauses, was immer so ein bisschen Ecken und Kanten hat, kommt es hier auch öfters mal zu runterfallen. Ja, ist doch ganz gut, wenn wir mal eine entspannte Fragerunde machen. Oder? Was sagt ihr dazu? Ich sage, dass dieses Haus noch keine Fenster hat, aber ja, das kann dann noch alles passieren. Kann man ja alles reinbauen. So, schau mal gerade unten nach. Dann lese ich gleich die nächste Antwort vor, die nächste Frage. Wie viele Blöcke ist das denn jetzt hier hoch? 1, 2, 3. Und 3, dann muss die nächste Etage auch 3 Dinge hoch sein. Sollte zumindest nicht viel mehr. 1, 2, 3. Ja, dann machen wir da oben drauf das Dach. So. Ich guck mal, ob ich eine gute Frage finde. Ja, auf gutefrage.net sind wir nicht. Das ist ask.fm. Was hast du als letztes im Fernsehen gesehen? Das ist gar keine so schwere Frage. Da komme ich gerade her vom Fernsehen. Da habe ich gerade hier kurz vor der Aufnahme. Heute ist Freitag, wo ich das aufnehme. Ich hoffe, ich kriege es rechtzeitig hochgeladen, dass das am Samstag hochkommt. Ansonsten kommt es am Montag. Also ich vermute, es wird am Samstag online kommen. Heute ist Freitag. Ich habe gerade eben die Heute-Show geguckt. Ja. Kleine Quizfrage. Was kann fahren, darf aber nicht? Ihr Euro 4 Diesel. Bald. Ja. Habe ich mal wieder. Hier muss das Dach drauf, oder? 1, 2, 3. Ja, hier. Die Sache ist, die Ebene ist das Dach. Naja, ist noch nicht das Dach, aber die nächste Etage. Mal kurz unterbrochen. Ja, großer Fan der Heute-Show. Ja. Ich würde mal sagen, wir legen uns mal schlafen. Auch wenn es im Dunkeln ein wenig romantischer ist. Und wir öfters im Dunkeln bauen sollten. Ich hole mal Fackeln, dann können wir das Ganze im Dunkeln auch mal machen. Jetzt erstmal schlafen. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß, das tut ihr nicht gerne, aber könnt ihr mal, wenn ihr Bock drauf habt, in die Kommentare schreiben. Was, also, ob ihr denn so die Heute-Show, guckt ihr die Heute-Show? Meine Werbung, da ist keine Werbung, aber ja, würde mich mal interessieren. Guckt da das? Ich glaube, ich mache hier die Treppe hin.
Ja, nicht der Einzige in meiner Community. Finde ich eine ganz tolle Satire-Sendung. Ja, reden wir nicht zu viel darüber, weil wir ja eigentlich ganz Parts darüber machen. Es sind hauptsächlich blöde Fragen jetzt hier. Das ist, ja, kann man nicht alles von verwenden. Nicht alle Fragen kann man so in einem Video beantworten. Ist ja auch irgendwie ein bisschen blöd. Ja. Und was haben wir denn hier? Ja. Welcher Song trifft am besten auf deine aktuelle Lebenssituation zu? Ich weiß echt nicht. Keine Ahnung. I don't care. Ja, das vielleicht. Keine Ahnung, fragt mich sowas nicht. Songs auf Lebenssituationen. Als ob irgendwie Songs auf eine Lebenssituation passen würde. Als ob man irgendwie eine Lebenssituation an einen Song. Das ist ja. Was ein Schwachsinn. Geht irgendwo was am Wochenende? Ich lese jetzt hier nicht jede blöde Frage vor. Schöne Mädchennamen. Ja, was ich an schönen Mädchennamen finde. Habe ich mir da schon mal einen großen Kopf drüber gemacht. Schönen Mädchennamen. Ein schöner Jungsname ist ja meiner. Ja. Frage beantworten, Zwergi. Weibliche Namen. Was ist denn ein schöner weiblicher Name? Kennt ihr schöne weibliche Namen? Lea finde ich nicht schlecht, der klingt nicht kacke. Marie, naja, gut, der geht einigermaßen. Frage ich mich, warum diese Frage gestellt wird. Ja, jetzt schwafel ich mal wieder Blödsinn. Aber das muss auch mal sein. Ja, machst du Cartoons? Cartoons. Cartoons im Sinne von Comics. Ja, was sonst? Na ja. Ich habe meine ganze Zeit lang, kann ich erzählen, ein lustiges Taschenbuch gelesen. LTBs nennen die sich. Donald Duck und Mickey Mouse. So. Mickey Mouse Zeitschriften habe ich auch gelesen. Ganz früher, also meine Grundschulzeit, habe ich mal ja SpongeBob Schwammkopf Zeitschriften gelesen. Wow! Also ja. Für Comics, Cartoons bin ich durchaus zu haben. Da gab es mal diesen Comic, ich kann mich dunkel dran erinnern. Wie hieß denn der? So ein uralter Comic, also so uralt ist er nicht, aber habe ich von meinem Vater mal gekriegt, den habe ich auch mal gelesen. So drei Jungs, die durch die Zeit reisen und irgendwie Abenteuer erleben. Ich weiß nicht, wie das hieß. Das war so eine Bande, die halt irgendwie, ja, war noch irgendwie so ein DDR-Comic und war so eine Art, war bestimmt kein DDR-Comic, war bestimmt ein Wessi-Comic. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich hab's, mir liegt's gerade auf der Zunge. Ich hatte gerade so ein bisschen so eine Idee, wie könnte es
Irgendwas mit die, das waren die Dingens, die. Das war so ein hippen, hipper Name für so eine. Ich stottere heute auch ein bisschen. Für so eine Jungsgang. Wisst ihr, was ich meine? Kennt das irgendjemand? Das war so eine, ja, so ein bisschen lehrreich auch so ein bisschen. Da hat man so ein bisschen Geschichtsunterricht gehabt innerhalb der Comics. War nicht doof. Also, auch die alten Comics habe ich nicht abgelehnt. SpongeBob Schwammkopf war ich ein großer Fan. Bin ich ja immer noch, also das ist. SpongeBob Schwammkopf ist cool. Cool. Ich guck's nicht mehr, ich lese es auch nicht mehr, aber ja, kommt. Ich weiß, ihr seid alle ganz cool. Wir werden es nicht zugeben, aber ja. SpongeBob ist cool. Ja, nächste Frage. Was für Fragen? Wollte gerade was aussuchen. Ja, wir bauen das hier gerade ziemlich hoch. Machen da mehrere Etagen raus. Aber das darf es ja auch mal sein. Ich glaube, wir lassen das auch bald. Also wir machen jetzt hier nur noch eine Terrasse oben drauf, würde ich sagen. Das muss dabei gut sein. Immer oben so ein bisschen noch ein bisschen was drauf und dann schmücken wir mal das Innere aus. Ja. Ende Frage. Das sind so herrlich dämliche Fragen, die will ich hier gar nicht vorlesen. Das zeigt mal ein Foto von deinem Haustier. Habe ich leider auch keins mehr. Let's Play Ella. Die gute Moderatorin, die Co-Moderatorin, die ist leider schon verstorben vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, wie lange ist das her, dass die von uns gegangen ist. Es muss 2016 oder 2017 gewesen sein. Ich glaube, 2017 war das. So lange ist es gar nicht her. Aber ist schon eine Weile. So Glas. Kriegen wir hier eine Glaskuppel noch rum. Das wäre doch spannend. Eine tolle Glaskuppel hinkriegen können. Dann wohnst du noch bei deinen Eltern? Ja, die Frage entbricht sich, glaube ich. Also wer meine Videos, auch meine Setlogs irgendwie mitverfolgt. Und der weiß, dass ich mittlerweile allein in einer Wohnung, so, dass ich eine Wohnung habe, dass ich mittlerweile ausgezogen bin, aus zu Hause, von der Eltern. Der dümmste Satz, den du je gehört hast, da gibt's so einige Sätze, die ich schon gehört habe. Kann ich gar nicht sagen, was so dümmste war. Im Internet hört man so viele Sachen, die ziemlich grenzdebil sind. Und gerade ja, hier bei den Fragen hört man auch manche Sachen. Da denkt man sich echt, wo bin ich hier geblieben? Frage. Reist du gerne? Nee, ich reise absolut gar nicht gerne. Ich habe gar keinen Spaß am Reisen. Das ist für mich eigentlich nicht das Schönste. Also, ich
Wenn ich es mir aussuchen darf, dann nicht reisen. Bin nicht so gern mobil unterwegs. Das war jetzt schlecht ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine. Oder pflege lieber daheim zu bleiben. Ja, so viel dazu. Sieht doch schon ganz hübsch aus. Hier noch so eine Kuppe drauf. Das, ich glaube, das wird mega. Man kann da nicht wirklich durchgucken, weil weihnachtlich. Aber ja, gibt es da noch ein bisschen andersfarbiges Glas, was vielleicht durchsichtig ist, wo man durchgucken kann. Schwarzes Glas, blaues Glas, türkises Glas, vielleicht das türkise Glas. Ja, nicht unbedingt das Beste. Aber die Fenster hier für die Kuppe. Weißes Glas müsste es geben, aber das ist glaube ich auch ziemlich hellgraues Glas. Nee. Ich glaube, das ist noch am besten das normale. Machen wir es mal erstmal. Machen wir mal was draußen, dann schauen wir, wie es weitergeht. Hier so ein bisschen eine Kuppel draus machen. Ja. Frage, Frage, Frage. Ich will auch noch was machen. Was beeinflusst deine Laune? Puh. Eigentlich nicht so viel. Lass mich eigentlich nicht sehr beeinflussen. Naja, was, ja. Ist natürlich manchmal, also meine Laune direkt beeinflusst es nicht, aber ist natürlich immer schön, ja, Feedback für meine Videos zu kriegen. So ein bisschen muss ich auch ehrlich sein und ernsthaft mir selbst auch eingestehen. So auf Instagram mache ich auch Bilder. Da hatte ich auch Bilder hoch. Und ist da mal Däumchen, also Däumchen auf Videos und so ein bisschen, ja, so ein paar Likes gibt. Freut mich das auch ein bisschen und das finde ich nicht schlecht. Und das beeinflusst jetzt nicht meine Laune. Also ich werde jetzt nicht rumheulen, wenn niemand meine Sachen liked oder wenn kein Feedback kommt, wenn jemand sagt, du bist scheiße. Ja. Kommt darauf an, wie man beeinflusst die Laune definiert. Also. Ja. Auf Discord bin ich damit einigen Leuten rede und da so ein bisschen, ja, Austausch habe. Das macht mich schon fröhlich, das stellt mich zufrieden. Ja, was soll man auf die Frage antworten? Und wieder dieselbe Frage, also als Satz ausgedrückt. Schaust du. Nee, das ist eine andere Frage. Die werde ich nicht beantworten. Schaust du? Nein, das schaue ich nicht. Schon mal beantwortet. Ohne die Frage auszusprechen. Du reist bestimmt gern, war die Frage. Als Ausruf. Als Satz. Ausgesagt. Ein Dach aus Glas. Das ist auch mal kreativ. Sieht wirklich wie ein Dach aus, nicht wie eine Kuppel. Aber gut. Da bin ich gespannt, wie das von innen aussieht. Hier können wir uns ja mal austoben hier. Kreativ austoben. Zack. Ja.
Man sieht jetzt, wenn die Sonne aufgeht und in die Landschaft um einen herum, kann man so ein bisschen erahnen. Boah, ist doch, glaube ich, gar nicht schlecht, so den Sonnenaufgang so ein bisschen genießen. Ja, nicht schlecht. So kriegen wir hier ein bisschen Mobiliar rein und so machen wir das ein bisschen schöner. Ihr könnt ja auch gerne kreative Sachen einbringen, könnt auch gerne, ja, reinschreiben in die Kommentare, was so hier verschönert werden kann, was ihr gerne hier sehen würdet. Das ist dann, ja, kann ich gebrauchen für dieses Projekt. Ist jetzt hier schon Part 2 oder erst Part 2, aber ja. Ja, hier haben wir ein paar Bilder. Über dem Bett, naja, ist nicht so das Beste. Ein Pfeil. Ein Pfeil in die Richtung. Noch eine Frage. Ich würde sagen, fast die letzte Frage. Oder wie? So mein Gefühl sagt mir, der Part dauert schon ein Weilchen. Ja, warum nicht? Können wir das so machen? Eine Frage. Hier eine Dekoration. Da raus! Raus mit dir! Genauso. Dekoration. Oh, ein Schneemann. Hübsch. Eine Tür. Eine Fake-Tür. Genau. Ja, so muss das sein. Da geht's raus. Verzieren. Die Frage, die hat jetzt hier. Was ist dein liebster Künstler oder was ist dein Lieblingssong? Puh, ja, ich höre hauptsächlich gute Musik. Ich sage mal, ich höre gute Musik. Ich habe mich jetzt nicht auf ein Genre oder ein Thema festgelegt, also auf eine Band oder sowas. Mein Lieblingssong, Take On Me, aha, den finde ich nicht schlecht, also, ja, es gibt jetzt nicht wirklich Songs. Oh, hui, sieht ja spitze aus hier am Tag, man kann sogar nach draußen sehen. Coole Idee mit der Kuppe. Ja, Take On Me, ja, bin ich ein Fan von dem Lied. Hab mal ein bisschen in die anderen Lieder der Band reingehört. Ja, also, ja. Nix. Ja. Ja, ich bin jetzt nicht einer, der sagt, ich elfe einer bestimmten Band nach. Das muss nach innen drin. Das muss hier ins Haus rein. Da oben. Genau dahin. Ja. Die Fackel natürlich woanders hin. Sehr gut. Da haben wir hier zumindest schon ein bisschen Gestaltung reingemacht. Ja, was mache ich noch für Lieder? Ja. Früher war der. Also gab es mal das Lied. Das Lied gibt es ja immer noch. War mal ganz berühmt. Ja, Andreas Burani, Alles nur in meinem Kopf. Andreas Burani hat einige gute Songs geschrieben, also ja, so die Musikrichtung, so ein bisschen, ja, könnte man sagen, ja. Ich hatte mal so ein bisschen die Phase, da war ich mal so Michael Jackson Fan, vielleicht die Lieder von Michael Jackson gesuchtet. Na, no. Die Dorfelfen hier, Dorfbewohnerelfen, nicht schlecht, Herr Specht, da haben wir so ein bisschen das Haus verschönert, Fenster wären jetzt mal nicht schlecht, vielleicht kriegen wir da mal farbige Fenster rein, ja, das so, meine Lieder, das sind, ja,
höre eigentlich alles gerne. Ich höre gerne Musik und wenn es da was Schönes gibt, wenn was schön klingt, dann ja. Achso, da habe ich jetzt ein Bild abgehauen oder was? Mist. Das wollte ich natürlich nicht. Was habe ich dafür? Anzug an. Hä? Cool. Vielleicht ein bisschen Klamotten angezogen. Ja, die Parts hier gehen eventuell auch ein bisschen länger. Nicht mal ein bisschen überziehen, dann kann das sein. Ja, es ist. Ich werde es ein bisschen zusammenschneiden, vielleicht. Ja, naja, nicht im nächsten Part, aber vielleicht schneide ich da ein bisschen was raus. Mal schauen. Ich glaube, es ist auch ganz entspannt, wenn wir mal hier über ein paar Themen reden. Ich denke, das ist nicht schlecht. Kann der Part zur Weihnachtszeit auch mal ein bisschen länger gehen. Ich glaube, wir machen die Fenster mal von innen rein. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. So. Nein. Wollte ich nicht. Mach mal das Bild wieder hin. Bild dahin. Nein. Nein. Ja. Sehr nice. So orangenes Fenster. Ja. Nicht schlecht. Noch so ein Fake-Fenster neben der Fake-Tür. Luigi's Mansion. Fake-Türen. Bloß, dass die dich nicht in die Wand werfen und dann entfließt. Orange Fenster sind gut, die nehme ich. Ja, zack. Da noch ein komisches Fenster rein. Ja. Zack. Haben wir das auch mal geregelt. Zack. Nee, das geht nicht so wirklich. Das ist ein Eck. In die Ecken nicht so wirklich Fenster reinmachen. Oh, mit Blick auf die Kirche. Hier mal so eine Glasfassade machen. Kann man so einen Esstisch noch rundherum stehen. Ungefähr so. Joa, dass hier auch ein bisschen Licht reinkommt in die gute Stube. Na komm, zack und zack. So, hervorragend. Da oben ist ja eh das Panorama. Toll, toll. Kann sich mittlerweile fast schon sehen lassen. Ich wollte hier gerade aus der Tür rausgehen. Verwirrt mich selbst schon. Das wird mich auch öfters schon verwirren. Öfters noch verwirren. Ja. Sieht doch fürs Erste gar nicht mal so scheiß aus, würde ich sagen. Und an dieser Stelle sage ich auch, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja nicht das nächste Video mit dem 2. Fürst verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Oh, ich kann sogar die Bäume mit Gemälden bestücken. Und so viel dazu. Man sieht sich dann im nächsten Part. In einem anderen Video. Oh, hübsch. Dann würde ich sagen, habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut ihr Renner. Bis wieder mal. Ciao, ciao. Ja, Bäume dekorieren. Nice.